Die Zahnpasta strahlend weiß. Die Kaugummis sehen aus wie lackiert. Oder die Schokobonbons. Bunter geht es kaum. Um solche Produkte so hübsch und farbintensiv aussehen zu lassen, braucht es einen besonderen Stoff, der in der Zutatenliste auftaucht. Titandioxid. Schon mal davon gehört? Titan, halt Metall, was verwendet wird bei der Raumfahrt. Metalle im Essen? Nicht so gut. Also Dioxid hört sich jetzt schon mal irgendwie chemisch an. Also denke ich, dass es nicht so gesund ist. Ist das da drin? Nicht nur dort. Auch in Wandfarben, in Kosmetika, in Sonnencremes. Titandioxid ist für die Industrie der Weißmacher schlechthin. In Lebensmitteln taucht der Stoff meistens als Farbstoff E171 auf. In Kosmetika oder Zahnpasta unter der Kennzeichnung CI77891. Rolf Buschmann ist Chemiker beim Umweltverband BUND. Er stuft Titandioxid als bedenklichen Stoff ein, weil er in nanokleinen Partikeln auftauchen und so in Zellen eindringen könne. Bei der Aufnahme von Nahrungsmitteln, die Titandioxid enthalten, gelangt das Titandioxid durch den Magen, auch in den Magen-Darm-Trakt. Dort ist möglicherweise Freisetzung von Nanopartikeln vorhanden und in Tierversuchen konnten entzündliche Reaktionen nachgewiesen werden. Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, haben zum Beispiel in einem Kaugummiüberzug 8% Nanopartikel gefunden. Beeinträchtigt Titandioxid die Gesundheit? Ist der Stoff sogar gefährlich? Seit Jahren gibt es dazu Schlagzeilen und hitzige Debatten. Im vergangenen Jahr preschte die französische Regierung vor. Seitdem ist Titandioxid in Lebensmitteln etwa verboten. Frankreich hat damit Fakten geschaffen. Die Chemikaliengesetzgebung in Europa sagt, ohne Daten kein Markt. Also solange wir nicht nachweisen, dass es in Ordnung ist, darf es eigentlich gar nicht vermarktet werden. Und von daher ist die Entscheidung in Frankreich sicherlich richtig. Anfang Mai dieses Jahres hat dann die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit bekannt gegeben, dass Titandioxid wegen möglicher Gesundheitsrisiken nicht sicher für den Verzehr sei. Nach eigenen Angaben fand man zwar keine abschließenden Beweise für eine schädigende Wirkung von E171, könne aber Effekte auf das menschliche Erbgut in den Zellen nicht ausschließen. Bundesernährungsministerin Klöckner fordert sogar ein EU-weites Ende der Zulassung von Titandioxid im Essen. Viele Hersteller wie Danone oder Ferrero verzichten laut eigener Aussage bereits auf den Weißmacher. In der Industrie scheint die Sache gelaufen. Titandioxid dürfte in Lebensmitteln vor dem Ausstehen. Umso heftiger die Diskussionen in der Chemieindustrie. Titandioxid steckt auch in Farben und Lacken, Zahnpasta, Sonnencremes, Kosmetika. Jährlich 3 Milliarden Euro setzen Europas Hersteller mit dem Weißmacher um. 8.150 Arbeitsplätze sollen daran hängen. In der EU-Hauptstadt Brüssel konzentriert sich die Diskussion um Titandioxid. Margarida Silva arbeitet hier für eine Organisation, die den Machteinfluss der Unternehmen analysiert. Der Druck der Industrie sei bei Titandioxid größer als in der Debatte um das Herbizid Glyphosat. Ich glaube, es war ein französischer Beamter, der mal einem Lobbytreffen zugestimmt hatte. Als seine Bürotür aufging, standen rund 20 Industrievertreter vor ihm. Sowas hat es ziemlich oft gegeben. Immerhin, ab 1. Oktober 2021 gilt eine neue EU-weite Kennzeichnungspflicht, etwa für Farben und Lacke. Für diese flüssigen Gemische gilt dann die Kennzeichnung EUH211. Der Arbeitsschutz stehe dabei im Vordergrund, denn es gehe darum, mögliche Krebsrisiken durch das Einatmen von Partikeln, unter anderem bei Maler- und Lackiererarbeiten, zu vermeiden, heißt es dazu aus Brüssel. Gerade wegen dieser gesundheitlichen Risiken kann Rolf Buschmann noch immer nicht verstehen, warum ausgerechnet Lebensmittelhersteller so lange an dem Stoff festgehalten haben. Titandioxid hat keinen ernährungsphysiologischen Mehrwert für uns. Also von daher ist es nur, Produkte schöner, hübscher, glänzender zu machen. Und ich glaube, darauf kann man auch verzichten, wenn das Lebensmittel eine gute Qualität hat. Was also, wenn Kaugummi und Co. nicht mehr strahlend weiß wären, die Schokolinsen blasser? Für mich spielt das jetzt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, sie schmecken gut. Könnte ich mich durchaus damit einfreunden, auch eine gräuliche oder von mir aus auch braune Zahnpasta zu benutzen oder sowas. Warum auch nicht? Im Supermarktregal gibt es auch Süßwaren mit natürlichen Farbstoffen. Manche Hersteller weisen vorne extra auf der Verpackung darauf hin. Imagegewinn garantiert.
Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch nochmal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.